Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem ganz kurzen Bücher-Review. Denn der D-Punkt Verlag hat mir dieses Buch hier als kostenloses Freiexemplar zugesandt, in der Hoffnung, dass es mir bei meiner Arbeit nützt und dass ich es weiterempfehle. Und deswegen machen wir einen ganz kleinen Bücher-Review. Das Buch heißt DJI Phantom 4, das Profibuch vom Autor Christian Rattert. Der Titel ist so ein bisschen verwirrend, denn es geht nicht nur um den Phantom 4, sondern auch um den Phantom 4 Advanced und den Phantom 4 Professional, also die gesamte Phantom 4 Serie. Neu erschienen im D-Punkt Verlag, wie gesagt, für 29,90 €. Ja, und da ich persönlich dieses Buch nicht benötige, weil ich schon so ein bisschen Kenntnisse im Bereich Drohnen habe und auch, weil ich aktuell ja den Mavic 2 fliege, werde ich das Buch natürlich verlosen und zwar unter allen Kanalmitgliedern. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch aber am Ende. Jetzt werfen wir erstmal einen ganz kurzen Blick in das Buch rein. So, werfen wir mal einen Blick ins Buch. Ganz durchblättern können wir es natürlich nicht aus urheberrechtlichen Gründen, aber ich will euch zumindest so ein bisschen mal hier und da einen Einblick geben. Ihr seht hier das Inhaltsverzeichnis, 250 Seiten so ungefähr hat das Buch. Und ja, hier gibt es eine ganz kurze Einleitung, wo es so ein bisschen um die grundsätzlichen Flugeigenschaften von Drohnen geht. Die wichtigen Sensoren werden hier erläutert. Dann geht es in den Bereich Phantom 4 rein. Da wird ein bisschen erklärt, wie sieht die Serie aus. Hier wird der Begriff Phantom 4 Standard mal ebenso erfunden, obwohl es diese Drohne eigentlich gar nicht gegeben hat. Aber damit ist natürlich der allererste Phantom 4 gemeint. Ja, und dann geht es dann ab Seite 29 los mit der Einführung in die DJI Go App, in die einzelnen Punkte, die Einstellmöglichkeiten und auch in die einzelnen Flugmodi. Die werden hier auch erklärt, wie zum Beispiel Gestenmodus, Active Track, Tapfly und so weiter. Was es da alles gibt. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen erweiterte Konfigurationen, was es da noch so gibt in der DJI Go App bis Seite 90 etwa. Dann haben wir hier Bereiche sicher fliegen mit so Übungen für absolute Anfänger, was man da machen kann, wie kann man fliegen, um so ein bisschen Praxiserfahrung zu gewinnen. Ja, ab Seite 120 etwa beginnt dann im Prinzip ein Abschnitt über das Fotografieren. Hier gibt es, das finde ich persönlich ganz gut, so einen kleinen Grundkurs zur Fotografie mit dazu, sodass man also praktisch bei Null abgeholt wird und die wichtigen Grundlagen der Fotografie, wie auch zum Beispiel Weißabgleiche oder Belichtungszeit, ISO-Wert und Dynamikumfang, all das wird hier erklärt, sodass man praktisch schon bei Null abgeholt wird und auch Grundlagen geschaffen werden. Das ist sicherlich eine tolle Sache. Ja, da verwendet der Autor dann ungefähr 50 Seiten drauf und weiter geht es dann hier im Bereich Filmen. Da wird das Ganze ähnlich gemacht. Auch hier wird wieder so ein bisschen erklärt, die Grundlagen des Films. Ein bisschen geht hier in dem Bereich verloren, die Praxis dann mit der Drohne selber. Und der Bereich ist auch mit knapp 30 Seiten auch deutlich kleiner als der Fotografiebereich. Ja, dann gibt es noch so eine kleine Abhandlung über Zubehör, wie ihr hier seht. So Sachen wie Kennzeichenwetter erklärt, die Grundausstattung, die man so braucht, erweiterte Ausstattungen, sonstiges Zubehör, was es dann noch so gibt. Auch auf DJI Care bzw. Care Refresh geht der Autor hier ein. Es gibt zum Abschluss noch ein paar Tipps und Tricks. Und dann ganz am Ende geht es um die Regeln, um die Gesetzeslage. Da haben wir auch noch mal so ein paar Seiten. Aber das ist hier mit, das seht ihr selber, 229 bis 236, doch ein sehr, sehr kurzer Abschnitt. Ja, wir blättern auch mal so ein bisschen durch, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze aufgebaut ist. Wie das aussieht hier. Hier zum Beispiel dann der Abschnitt über die DJI Go 4 App. Da können wir mal kurz so ein bisschen reinschauen und dann seht ihr, wie hier die Sachen erläutert werden. Die Statuszeile zum Beispiel da oben und auch andere Sachen. Ich blätter mal ein bisschen großzügiger hier durch. So zum Beispiel hier wird dann erklärt, wie man eine Kompasskalibrierung durchführt, Schritt 1, Schritt 2. Dann die autonomen Flugmodi, die es hier so gibt in dem beim Phantom 4, in der Phantom 4 Serie, Stativmodus, Terrain Follow Modus und so weiter. All das wird hier erklärt, auch mit farbigen Bildern, wie ihr hier seht. Das ist eine tolle Sache, kann man also nicht meckern. Ja, wir werfen auch gleich mal so einen Blick hier noch in dieses Anfänger-Tutorial rein. Da werden hier die Modi zum Beispiel erläutert. Und zu gegebener Stelle, das kann ich euch vielleicht hier mal zeigen, geht der Autor auch immer dann darauf ein, wenn man hier zum Beispiel über die Steuerung spricht, wie die funktioniert, die Steuerung der Drohne, welche
welche Einstellungen es da noch gibt. Das heißt, es wird immer in den praktischen Kapiteln so ein bisschen dann auch auf die relevanten Einstellungen verlinkt sozusagen und die werden da erläutert. Ja, Blinksequenzen etc. Also eine ganze Menge ist hier drin und hier haben wir dann zum Beispiel so eine Übung, die sieht so aus, Aufstieg und Abstieg. Welche Sachen hat man? Vorbereitung, Abheben, Höhe verändern, Landen und Nachbereitung. So gibt es hier verschiedene Lektionen, sodass man wirklich bei Null abgeholt wird als Einsteiger und dann wirklich auch praktische Erfahrungen sammeln kann. Ja, ich blätter mal ein bisschen weiter hier und zeige euch nochmal diesen Abschnitt über die Fotografie. Den finde ich persönlich auch ganz gelungen. Hier wird die Blende erklärt und die Tiefenschärfe. Solche Sachen, Belichtungszeit, hier ND-Filter, warum die wichtig sind, all das ist hier drin. Und es wird auch hier auf solche Sachen eingegangen wie goldener Schnitt, Drittelregel. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dass das hier so detailliert erläutert wird. Ja, da hat man also Grundlagen und hier wird dann auch so ein bisschen noch in der Praxis erklärt, welche Einstellungen gibt es denn bei der Drohne. Dann gibt es dasselbe nochmal fürs Filmen, das hatte ich euch ja eben auch schon gesagt. So, und da blättern wir jetzt mal ein bisschen schneller drüber, damit wir hier ans Ende kommen. Hier haben wir dann zum Beispiel den Abschnitt über die Grundausstattung. Hier vermisse ich persönlich zum Beispiel den ND-Filter. Der gehört für mich absolut zur Grundausstattung dazu. Der wird hier nur in der erweiterten Sachen genannt. Das ist ein bisschen schade. Hier kommen die dann, die ND-Filter. Die sind meiner Meinung nach wirklich wichtig. Aber naja, gut, das gewichtet vielleicht der ein oder andere ganz anders. Ja, alternatives Zubehör. Und ihr seht schon, wir kommen jetzt hier zum Ende des Buches. Es gibt noch ein bisschen Tipps und Tricks des Autors. Und dann noch mal so ein bisschen Zubehör und hier ganz am Ende haben wir die Regeln und das ist wirklich, also mir persönlich ist es zu wenig, zu dünn das Ganze, auch wenn man sich hier sicherlich viel Mühe gegeben hat, hier Wildfliegen, das ist auch nicht so ein Begriff, den man eigentlich nicht mehr verwendet. Ja, aber es wird hier, zumindest das Wichtige wird abgehakt, ihr seht das bei im Bereich der Sicherheit hier, da die ganzen Sachen, die Paragraph 21c oder 21d, Luft-VO, die werden hier erklärt und erläutert, sodass man zumindest so einen wichtigen Überblick bekommt, aber das hätte ruhig ausführlicher noch ausfallen können. Ja, und ganz zum Schluss gibt es dann hier noch so ein Glossar. Ja, soweit ein ganz kurzer Einblick in das DJI Phantom 4 Profi-Buch des Autors Christian Rattert, erschienen im D-Punkt Verlag für 29,90 €. Ja, mein Fazit zum Schluss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Buch eigentlich ganz gelungen. Es ist ein solides Buch. Fachlich ist da fast alles richtig. Es gibt hier und da Kleinigkeiten. Was mich zum Beispiel so ein bisschen gestört hat, ist das Wording. Es wird der Begriff Phantom 4 Standard eingeführt, den es eigentlich gar nicht gibt. Oder es wird ein Begriff benutzt wie Wildfliegerei. Das ist so ein Begriff eigentlich so aus der Anfangszeit des Drohnenbooms, der noch so rüberschwappte aus dem klassischen Modellflug. Das ist etwas, was man heute eigentlich auch nicht mehr verwendet, weil die meisten Leute fliegen wild und das ganz legal. Ja, große Fehler gibt es in dem Buch nicht. Hier und da hätte ich mir gewünscht, dass der Autor vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe eingeht, zum Beispiel bei den Flugmodi, Tapfly etwa. Da wird nur ganz an der Oberfläche erklärt, was diese Funktion eigentlich beinhaltet. Aber alles in allem kann man sagen, ist das Buch fachlich zumindest gut gelungen. Seinen Schwerpunkt legt der Autor hier, das habt ihr vielleicht so beim Durchblättern auch ein bisschen gesehen, auf den Bereich der Fotografie. Da, denke ich mal, kennt er sich selber auch vielleicht am besten aus. Und das hat er auch als Kapitel sehr gut ausgestaltet. Die Grundlagen der Fotografie hier mit reingepackt, sodass man wirklich da bei Null abgeholt wird und da in die Fotografie so richtig einsteigen kann. Beim Filmen hat er das auch versucht, nach demselben Muster. Aber man merkt, dass er hier vielleicht nicht so unbedingt seinen persönlichen Schwerpunkt hat, auch wenn er es vom Inhaltlichen her sicherlich ganz gut ausgestaltet hat. Ja, was mir persönlich ein bisschen zu kurz gekommen ist, das ist der rechtliche Aspekt. Der wird nur so am Ende so ein bisschen behandelt. Finde ich schade, hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker in den Fokus rücken können. Aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Insgesamt, wie gesagt, gibt es an dem Buch nichts auszusetzen. Und ja, man kann es sicherlich durchweg empfehlen für all jene von euch, die bei Null anfangen und zum Profi werden wollen. Man darf natürlich dabei nicht vergessen, Profi wird man nur, wenn man draußen ist und fliegt und nicht, wenn man die Nase in einem Buch steckt. Also Praxis, 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 das ist ganz wichtig, um wirklich ein Profi zu werden. Ausprobieren und fliegen gehen.
Ja, ich hatte es schon angekündigt, ich werde das Buch hier selber nicht behalten, sondern verlosen, und zwar unter allen Kanalmitgliedern. Ihr wisst, dass es auf meinem Kanal die Kanalmitgliedschaft gibt. Da könnt ihr einfach hier unten mal draufklicken. Die könnt ihr abschließen für 4,99 Euro im Monat und so den Kanal hier unterstützen. Das würde mir helfen und ich möchte natürlich auch so ein bisschen zurückgeben denjenigen, die das tun. Und deswegen werde ich dieses Buch verlosen unter allen Kanalmitgliedern bis zum oder genau am 10.10. Da werde ich das Buch verlosen und das dann auch unter den Kanalmitgliedern auf der Community-Seite bekannt geben, wer es denn dann gewonnen hat. Ja, soweit von mir dieser Bücherreview. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier den Kanal, damit ihr die kommenden Filme nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.